Der heutige 27. September wird wohl ein schwieriger Tag werden. Heute Nachmittag wird der Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur versammelten Apothekerschaft sprechen. Wir haben ihm im Vorfeld 6 konkrete Fragen gestellt, auf die wir Antworten erwarten. Diese Antworten sind so wichtig für alle Apotheken in Deutschland, dass die Apothekerverbände ihre Mitglieder dazu aufgerufen haben, die Apotheken heute Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr zu schließen, damit die Apothekenteams gemeinsam die Rede des Ministers per Livestream verfolgen können. Interessanterweise hat der Minister bereits gestern der FAZ vorab exklusiv Antworten übermittelt. Mit uns hingegen hat er nicht gesprochen. Dies halte ich für eine erneute Provokation. Und diese Antworten haben es in sich. Mehr Filialen pro Hauptapotheke, Filialen ohne Labor und mit reduzierter Ausstattung, keine Notdienste in Filialen und erfahrene PTAs sollen unter Videounterstützung durch den Apotheker zeitweise die Apotheke leiten können. Meine Damen und Herren, dies ist die Kriegserklärung an die freiberuflich geführte unabhängige Apotheke. Wie soll eine Versorgung auf dem Land ohne Notdienste funktionieren? Wie sollen die Lieferengpässe ohne Möglichkeit der Rezeptur in allen Apotheken abgemildert werden können? Die gewollten Apothekenleid werden noch funktionierende Vollapotheken unnötig schwächen. Gerade die beruflich kleinteilige Struktur mit vielen Selbstständigen hat sich eben gerade in der Corona-Krise bewährt. Und all dies will dieser Minister zerstören. Denn dies ist der Beginn der Zerstörung der Apotheken in Deutschland. Schon einmal hat eine SPD-Politikerin des linken Flügels versucht, die freiberuflichen Strukturen zu zerstören. Jetzt will ihr ehemaliger Berater dies erneut. Aber nicht mit uns. Wir Apothekerinnen und Apotheker mit ihren Teams stehen in dieser Lage zusammen. Mit kühlem Kopf und heißem Herz und absoluter Kampfbereitschaft werden wir in die Schlacht um den Erhalt der freiberuflichen Apotheke verziehen. Da geht es für mich nicht nur um die Frage der Versorgungssicherheit, aber war es auch. Stellt euch mal auf Dauer vor, wir öffnen den Besitz von Apotheken ins Unendliche, Abgabestellen oder wie man es dann nennt, Apothekenleid. Und dann kriegen sie auf einmal große Konzerne, die dann, was weiß ich, 70% oder 80% der Abgabestellen in Nordrhein-Westfalen in der Hand haben. Ja, dann bin ich wieder abhängig von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht backen kann. Nö, da habe ich es aber lieber mit euch zu tun. Aber wenn du eine Strukturfrage vor die Wand gefahren hast, glaube ich, kriegst du sie nicht zurück. Und deswegen ist das, was man da gestern Abend über die Ticker ging, das stehst du staunend vor. Aber ich tröste mich mit eins. Ich bin sicher, es wird noch Apotheken geben, wenn Herr Lauterbach schon Geschichte ist. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.